Oh Gott, das stinkt. Irgendjemand hat hier Della Vita in die Kiste reingemacht. Kreis, machst du das? Ich habe gerade an meinem Finger gerochen und dachte, ja, stimmt. Riecht ein bisschen nach Della Vita. Bisschen wie das Hafenbecken in Francesco Della Vitas kleiner ersten Geburtsstadt. Wer war Francesco Della Vita? Wer war Francesco Della Vita? Was haben wir zu erwarten? Wie kam er damals raus aus dem alten Hafenbecken und warum roch er immer nach Fisch? Nach altem Fisch, wohl bemerkt. Nach altem. Guck mal hier, irgendwas kann man hier machen. Man kann hier die Hebel irgendwie. Guck mal da an der Wand. IXI, XII. Moment, das ist dann so und dann. Ja! Ja! Ja, hier. Das spritzelt nicht mehr. Das spritzelt nicht mehr auf der Zunge. Und hier ist noch ein alter, guck mal hier, so ein alter Templerkelch. Alter, nimm den mit. Boah, der gibt 10,50 Mark. Guck mal hier. Jetzt haben wir 4 Sicherungen. Oh, was ist das denn hier? Ein Skistock. Alter, der alte Schienenbremser, du. Der Schienenbremser deiner Mutter. Der alte Schienenbremser. Du, oben braucht mir einen Schienenbremser. Hab ich doch gesehen da. Wo an der Wand, da stand doch an der Wand, wo ist der Bremser? Ja, guck mal, wenn du Tab drückst, siehst du, was wir alles schon haben. Damit hat doch meine Großmutter damals immer das Kettenkarussell gebremst mit dem Hebel, du. Und das läuft heute noch, weil der Hebel verschwunden ist. Sitzen so Skelette drin, weißt du. Was denn? Wo? Alter, hat mir... Renn! Wo hinten ist hier eine Kiste? Ich weiß es nicht. Nicht in Sackgassen rennen. Und meinem alten Della Vita. Alter, ich sehe seinen Briskelarm, ey. Ja, der macht hier so eine Fliesentisch-Brisk. Er geht nicht weg und brisk mich. Er lässt mich nicht brisken. Achtung, er ist immer noch da draußen. Der Bro briskt. Bro briskt? Oh, Alter, was riecht denn hier? Sorry, riecht wirklich irgendwas. Ja, sage ich ja nach Della Vita. Briskel, ist er weg? Ja, ich kniee vor dir, hübsches Kind. Dreh dich nicht. Nicht drehen! Sonst kann ich dich wiederbeleben. Briskel und Della Vita. Okay, wir müssen Sicherung irgendwo reinschrauben. Wir müssen hier aber auch den Wasserfluss regulieren. Aber wir können jetzt auf jeden Fall oben den Hebel am Zug benutzen. Na, aber wir waren hier noch nicht, ne? Hier müssen wir auch mal gucken. Ich stecke hier am Tunnel fest. Ja, das ist so ein alter Spruch von dir. Von der anderen Seite blockiert. Hier Luke 2. Ah, hier wieder Kelch. Kelch Omano, oh Gott! Hier war ein Geräusch. Ist doch Böses im Busch. Boah, ich hab aus Versehen irgendwie Kot eingeatmet. Kelch inhaliert. Kotbrocken. Alter, das ist voll das Labyrinth. Hier ist Ende. Oh, hier! Talisman. Vom jungen Bückling. Guck mal, hier geht's hier hoch. Oder sieht das nur so aus? Nee. Oder? Obwohl? Ich bin noch da, aber kann jetzt eine Minute kurz nicht reden. Warum? Ich wegen Zimmer jemand. Na, hat er wieder Kelchlunge. Ja. Da hat er wieder irgend so eine fiese Kelch. Ja, wenn man halt so gierig ist. Wenn man schon die Hände voll hat mit wertvollen Kelchen und Juwelen, aber dann noch mit der Zunge weiter reinschaufeln muss. Die Frage ist nur, wo müssen die Sicherungen rein, ne? Wo müssen die Sicherungen rein? Das ist jetzt die große Frage. Und ich habe immer noch einen Höhlenschlüssel. Wow! Renn! Lauf! Ich wurde gestormt. Okay, du kannst mich holen. Kannst mich holen. Softwareplatten. 3. Ha. Der Höhlenschlüssel. Haben wir hier? Waren wir hier schon überall? Achtung, hier kommt einer. Oh, Office konnte ich aufmachen. Noch eine Sicherung.
Aber wo installiert man die Sicherung? Security Room. Die haben ja noch nirgendwo irgendwie einen großen Sicherungskasten oder sowas gefunden. Ist hier vielleicht der Sicherungskasten? Aber mal, hier kann ich auch noch was öffnen. Oh! Nee. Was ist das hier? Siehst du das durch die Wand? Nee, ich sehe da nichts. Wir müssen da irgendwie rein. Ich glaube, das ist der Sicherungskasten. Aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Achtung, Monster hinter dir! Alles easy. So, hier bin ich wieder. Ich sollte... Das... Okay, warte, warte, warte. Wir haben das jetzt... Das Würstchenlied musstest du gerade singen? Ja. Nee, meine Tochter war gerade kurz da. Nach der Mittagsbetreuung kurz Hallo sagen. Und dass sie jetzt im Schnee spielen geht. Oh, ich würde auch voll gerne im Schnee spielen gehen. Ja. Aber ich muss hier Monster jagen. Ach, der Beruf des Monsterjägers, ne? Das ist halt ein leidvoller Beruf. Aber einer muss sie ja besiegen. Sollen wir nicht zu den Zügen gehen? Ja, stimmt. Die, lass es mal Hebel machen. Den Hebel installieren? Aber das ist dann Ende 1 oder sowas, ne? Es gibt ja wieder zwei Endings. Ist ja egal. Hauptsache, wir haben erstmal einen Progress irgendwie. So, wo war denn das? Hier, wo die... Nee, oder? Doch, wo die Ketten sind, aber ich glaube am anderen Ende. Oh. Am anderen Ende der Kette? Am anderen Ende der Kette. Hier? Nee. Oder? Irgendwo? Ja, da, rechts. Ja, echt? Oder nicht? Guck mal hier, da. Josh, guck mal hinter dir an der Wand. Ja. How? Wo ist der Hebel? Where Lever? Aber wo muss ich reinhebeln? Hier ist nichts. Ich dachte, hier wäre was für ein Hebel. Achtung! Karussellbremsung. Philippinischer Karussellbremser. Ja, wahrscheinlich zieht man den Zug dann hier raus irgendwie. Aber wie? Naja, auf jeden Fall mit Lever. Lewandowski. Leather from another mother. Lever from the devil. Irgendwo drin, vielleicht im Zug. Wir haben irgendwie in den Zug rein. Ich weiß es nicht. Ups. Also in den hier nicht. Nee. Wow, Lecko. Wow, was ist das denn? Alter, da kam eben gerade irgendwas aus der finsteren Dimension des Schreckens. Oh! Ich bin tot. Ich bin tot. Achtung, da ist Jack Lack. Jack Lack, er hat mich auf. Was? Oh, nö. Und wir hatten schon den Bremshebel, wie er uns eine Ohrfeige gibt. Mit Jack Lecko-Schelle, Alter. Oh, ich mach nochmal neu auf jetzt. Ja, ne, wir sind direkt drin. Ja, da müssen wir nochmal rein. Wir dürfen erst, unsere Schuld ist erst beglichen, wenn wir, ne? Ja, ja, wenn wir Jack Lecko besiegen. Wenn wir Jack Lecko besiegen. Der muss weg. Weg, Leck. So. Da bin ich schon, bist schon drin? Ja, klar. Ja, Jack Lecko-mäßig. Voll rein. Jack Lecko, Mann. Aber hier, den Schlüssel kannst du hier rausnehmen einfach. Blub, Büroschlüssel. Guckst du blöd. Guckst du blöd, ey. Achtung, Jack Leck. Oh. Steht direkt einer. Ich hab wieder hier die... Kannst du mal du nehmen. Oh, was? Nein, hier ist eine Sackgasse. Pandicolo. Bist du noch am Leben? Ja. Nimm mal hier die Vita mit. Jack Deccolo. Figurina della Vita, die heißt ja wirklich so. Ja, sag ich doch. Ja, solche Wörter können auch woanders entspringen. Aus meinem Geist, aus meinem gestörten Geist. Hier habe ich noch eine Sicherung. Ey, hier ist ja richtig viel los. Mundfreunde stiller. Maulmänner. Die Maulmänner. Oh, nein! Alter, ich habe hier einen Jack Lack abbekommen. Die Mannheimer Maulmänner haben ihn erwischt. Ah, oh, guck mal, er wollte mich auch nochmal Jack lecken, aber ich bin schnell rein in die Kiste, Anti.
Anti-Lag. Anti-Lag. Okay, ich hänge so. Ich bin in einer relativ... Nee, da bei dir ist noch einer. Oh! So viele. Too many Lag Boys. Hier sind echt viele Lecker-Logs. Irgendwie hängen die alle jetzt gerade in dieser... Noch lecker. Ey, die haben irgendwie so einen Dotterhals. Ohne Scheiß. Da pressen irgendwas raus. Ihr lokaler Leckmann. Oh nein. Ist vor mir in die Kiste gesprungen. Wo könnte er denn sein? Local Lecker sind auch die einzigen, auf die ich mich verlasse. Locallecker.com. Oh Mann. Die Seite. Alle 11 Minuten leckt sich hier jemand über locallecker.com. So, wo bist du denn jetzt? Ich versuche in eine Richtung irgendwie zu robben. Einfach bevorzugte Körperstelle eingeben. Und den lokalen Lieblingslecker ihrer Umgebung finden. Alle 11 Minuten wird eine Gliedmaße geleckt. Oh, guck mal, der hat schon 11 Licks. Ich sammle Licks. Ich bin Slick. Ich bin Licksammler. Oh Gott, ich sehe nur meine Möpse, wenn ich runterkomme. Ja. Was ist das denn? Habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. So, Moment, hier waren nur noch Sachen. So! Oh! Oh! Du hast wieder Umgebungssuche an auf Lockelecke. Umgebungssuche? Du musst einfach nur über dein Handy lecken. Leck nach oben, um zu bestätigen. Ja. Swipen ist out, licken ist in. Right lick. Oh Gott. Ich hab rechts gelickt. Und damit meine. Das ist doch hier, weißt du, irgendwer wird wieder sagen, Leute, ich hatte gerade einen Fiebertraum, so. Nein, du hast das Video gesehen. Okay. Jetzt muss er halt wieder hier diese ganzen, Schlüssel finden. Ah, ich habe wieder hier den Wartungsraum 11. Abwasserschlüssel, so. Wo braucht man den? Ach so, irgendwo beim hier, wo ich Büro war doch irgendwas. Ja, ja. War das hier durch? Und du hast die Vita, ne? Oscar della Vita. Hier. Irgendwie so. Hier, glaube ich. Ja. So, und jetzt sind wir unten im Kanal. Hier ist der Generatorraum. Ist hier noch was drin, was wir brauchen? Nee, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier Sicherung. Ich habe eine. Ich habe auch eine Sicherung. So, von der anderen Seite verrammelt. Vorhin hatten wir voll viele Rammelsicherungen, aber jetzt nicht, ne? Nee. Na, jetzt geht's hier wieder runter, wo wir waren, und dann irgendwo da unten haben wir doch einen Hebel gefunden. Oscar della Fui. Wow! Ah genau, wir müssen das Spratzelrätsel entspratzeln. Ich habe ihn gespratzelt. Oh. Hier irgendwie rein, dann einmal durch die Kloake. Guck mal, ich kann in die Kloake gehen auch. Strom ist weg. Echt? Man kann da rein? Ja. Aber, ich hab den Hebel. Lufttechnisch ist es nicht cool. Ja, wie kommst du jetzt wieder raus? Hier ist so eine... Oh Gott, aber er kommt. Oscar de la Soy. Bumm. Ja, jetzt muss er wieder irgendwie hinten rum. Aber wenn dann der Kloakenmann kommt, wird's ja wieder richtig
prickelnd auf der Zunge. Warst du ja schon mal unten in der Kloakenhöhle? Alter, nee. Ich bin unten in der Kloakenhöhle. Geht da was ab? Weiß ich nicht. Kannst du mal kommen? Ich hatte irgendwo einen Höhlenschlüssel, aber den habe ich jetzt natürlich nicht mehr. In der Folge, also in der Runde davor hatte ich einen Höhlenschlüssel. Gibt es irgendwo einen Raum, wo ein Schlüssel benötigt wird? Wahrscheinlich. Guck mal hier, geht's. Achso, das war ich schon. Da war ich schon. Achso. Das ist der Durchgang. Achtung bei dir. Oh, wow, da war ich noch nicht. Sag ich doch. Alter, hier die alten Ruinen. Was ist das für eine riesen Map, Alter? Boah, die ist gigantisch. Die lieben ihr Spiel. Oh, da oben ist doch sowas. Komm mal ran, du. Ja, aber ich höre hier gerade den De La Solo. Oh, oh. Oh, hier geht's wieder hoch. Und ich habe einen Schlüssel gefunden, und zwar den Kontrollraumschlüssel. Da oben ist noch so ein komisches Helix-Ding. Ja, aber wohin mit der Bremse? Ja, die brauchen wir wahrscheinlich erstmal, müssen wir die Sicherungen noch, weißt du, hier... Wahrscheinlich, ja. Wasserfluss herstellen, und dann brauchen wir den Hebel. Aber wo... Oh! Ich habe wieder irgendein Geräusch gehört. Alter. Aber wo... Warte mal, hier war eine Sicherung beim ersten Mal. Ja, hier ist wieder eine. Okay, ich habe jetzt 3 Sicherungen, und du? Eine. Dann haben wir 4, dann fehlen immer noch 2. Hier ist noch ein Schlüssel, das ist der Höhlenschlüssel. Da ist noch der alte Tempelkelch. Okay, ich habe jetzt Höhlenschlüssel und Kontrollraumschlüssel. Lass nochmal runtergehen und gucken, ob da irgendwo eine Höhle ist. Wo? Achtung! Und jetzt schnell vorbei. Oh, schau mit meinem Gesicht. Ich habe noch eine Sicherung. Guck mal, hier. Noch ein Figurino, oh Gott. Nein, Mr. Figurino. Mr. Pinuccio. Waren wir hier? Ich habe hier einen Tunnel-Tor. Ich habe auch. Ich habe hier voll den Schacht gefunden. Ich habe die Mine gefunden, Greis. Der Höhlenschlüssel, der funktioniert. Die Macht des Höhlenschlüssels. Alter, hier ist Umbrella Industry, Greis. Umbrella Industry, Greis, so heißen die ja. Umbrella Industry, Greis. Und noch ein Schlüssel, den Laborzugangsschlüssel und den Sarcofago di Grando. Den Sarcofago di Grando? Und der Notiz. Kann ich da Figurina della Vita abstellen? Ich glaube, da kannst du deine Figuritas reinschieben. Festplatte benötigt. Guck mal hier. Hier oben. Alter, ihr stellt die alten Toys, die alten Götter. Oh, hier schlummert jemand, hier slumbert jemand. Slumbermann? Hör mal, guck mal hier. Alter, können wir den befreien? Den Sarkofago? Forscher des Labors Oswald Brown. Das Prinzip des Kalenders wurde untersucht. Der Kalender ist ein mechanischer Computer, der je nach Kombination von Figuren und Daten verschiedene Aktionen ausführt. Wir haben entdeckt, dass das Ziel des Kalenders darin besteht, den Sarkophag zu öffnen. Das berechnete Datum stellt sich als der nächste Tag der Tag- und Nachtgleiche heraus. Die archäologische Abteilung kam zu dem Schluss, dass der Tag des Gerichts an diesem Datum stattfinden sollte. Zumindest nach dem Glauben der alten Menschen, die diese Maschine geschaffen haben. Der Sarkophag selbst dient als Gefängnis für ein Fabelwesen, das alles Leben auf dem Planeten erwecken und zerstören wird. Wodurch die Wiedergeburt des Planeten vollzogen und ein neuer Zyklus begonnen wird. Das klingt doch geil, vielleicht bin ich dann endlich Millionär. Ja, endlich. Ich finde, jeder sollte sterben, damit ich die potenzielle Chance habe, reich zu sein. Ja, guck mal, ich habe einen Laborschlüssel gefunden, und hier braucht man irgendwie einen Computerer. Einfach nochmal ins Jahr 2011 zurück und YouTube so machen wie heute. Ja, oh Gott, werden wir reich. Ja, boah. Gott, hier ist eine alte McDonald's Happy Meal Tüte. Oh, ist mächtig. Guck mal, hier ist auch noch eine Notiz. Oh, warum steht da immer so viel drin?
In den Kalender zu studieren wurde ein Feldlabor direkt in der Höhle mit dem Sarkophag eingesetzt. Auch einen Neufund in Form eines großen Steinsacks haben wir ins untere Labor geliefert. Als wir ihn fanden, war der Sarkophag leer. War schon mal jemand hier? Über den Kalender wurde herausgefunden, dass der Mechanismus von Figuren gesteuert wird, die als Aktivierungsschlüssel fungieren. Die Figuren sind auf einer Platte in der Mitte des Kalenders installiert. Die unterschiedliche Reihenfolge der Installation der Figuren löst verschiedene Funktionen des Mechanismus aus. Das hatten wir doch schon. Wir haben mehrere Kombinationen ausprobiert, aber bisher hat es keine Wirkung gezeigt. Es ist notwendig, den Entschlüsselungsschlüssel für alle Figuren zu analysieren und auszuwählen. Die Daten werden im oberen Labor entschlüsselt, das sich in einem der Metrozüge befindet. Bald sollten alle notwendigen Daten auf die Festplatte schreiben und an uns liefern. Es bleibt nur sehr wenig Zeit, bis wir ein neues Geheimnis lüften. Okay. Das ist ja irgendwie so ein richtiger, was ist da alles drauf? Engel und Tentakel und Füllhörner. Ja. Wir haben halt alles, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, weiter wird gerätselt in der nächsten Folge. Bewerten, ja. Kommentieren, Liebe dalassen. Ganz viel Erotik gibt es natürlich bei Kreis, wie man sieht. Da hat ja irgendwie sein Kill Bill Nudie Outfit. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.